Frauen in der Computerbranche sind längst keine Seltenheit mehr. Nicht ganz so häufig wird das weibliche Geschlecht dagegen mit E-Sport in Verbindung gebracht. Eine Ausnahme ist Stevie Case, Repräsentantin der bekannten Profispielerliga CPL und Freundin des legendären Spieleentwicklers John Romero. Zuletzt waren beide gemeinsam an der Entwicklung von Daikatana beteiligt. Wir waren für sie in Köln und haben Stevie Case anlässlich eines Netzwerkturniers getroffen. Der ganze Rummel um ihre Person ist der 24-jährigen Amerikanerin noch nicht ganz so geheuer. Denn Fotoshootings für Magazine und Interviews für Fernsehsender gehörten ursprünglich nicht unbedingt zu ihren Berufswünschen. Stevie Case wollte eigentlich immer nur eins: einen Job, bei dem die leidenschaftliche Zockerin ihrer Kreativität freien Lauf lassen kann. Hat sie dafür eigentlich spezielle Fähigkeiten gebraucht? Nein, es war nichts Bestimmtes, was ich dafür gelernt habe. Ich kannte einfach eine Menge Spieleentwickler und die Sache sah mir nach einem prima Job aus. Leveldesign war es, was ich machen wollte. Und meine Freunde haben es mir beigebracht. Ich habe mich dann einfach dahinter geklemmt und gehofft, damit Geld zu verdienen. Natürlich wollten wir von der CPL-Repräsentantin auch wissen, wie sie die E-Sport-Zukunft sieht. Ich denke, es wird alles noch größer werden. Als wir anfingen, haben die meisten Leute über die Vorstellung gelacht, dass man beim Spielen Geld verdienen könnte. Alles klang so dämlich. Aber die ganze Sache ist explodiert und viel größer und ernster geworden, als alle erwartet haben. Wenn das die nächsten Jahre genauso weitergeht, sind wir wirklich auf dem Weg zu einer professionellen Sportart. Es ist unglaublich. In ein paar Jahren könnten Dutzende Spieler so viel Geld verdienen. Der E-Sport-Szene stehen demnach also rosige Zeiten bevor. Ein kleiner Star ist Stevie Case allerdings schon jetzt. Zahlreiche Magazine bemühen sich um Fotoshootings mit der 24-Jährigen. Dem Angebot des Playboys konnte sie nicht widerstehen. 99 lud mich der Playboy zu einem Fotoshooting ein und sie haben ein großes Feature daraus gemacht. Es war verrückt. Wir sind für ein paar Tage nach Chicago gereist und es war sehr anstrengend, aber ein großer Spaß. Und so wundert es wohl niemanden, dass sich die süße 24-Jährige beim PC-Action-Fotoshooting wie ein Profi verhielt. Da waren Spiele und E-Sport-Veranstaltungen für einen Moment vergessen.